Willkommen zurück zu Loudly. Beim letzten Mal sind wir hier in diesen Raum reingekommen, wo wir nicht mehr rauskommen. Und ja, ich habe dann halt jetzt mal geguckt, wie und was und wo kann ich denn hier irgendwie was machen. Und die Rätsellösung ist dieser Stuhl. Mit diesem Stuhl können wir Sachen machen, die vorher einfach nicht so wirklich in mein Interesse waren, weil ich nicht wusste, dass ich das machen kann. Aber hey, nein, ich wollte nicht speichern. Lass das mal hier. Den Stuhl so zu verschieben. Den benutzen wir nämlich jetzt nach diesem Gequietsche hier. Wow. Schöne Soundkulisse. So, den können wir nämlich nutzen, um hier in den Lüftungsschacht zu kommen. Wo wir ja die ganze Zeit hin wollten. So, und jetzt? Jetzt kriegt er jetzt hier rum. Freut sich in Keks. Der Karton ist völlig eingestaubt und mit Spinnweben bedeckt. Ja, toll. Wunderschön. Da will ich mich lange drin aufhalten. Tok. Ich war es nicht. Was auch immer es war, ich... Okay, das war ich auch nicht. Ist mir alles hier nicht so ganz geheuer. Okay. Was haben wir denn hier? Ein sehr altes Buch liegt hier. Auf der Einbahn steht das Buch der Monster. Erstens. Der Vampir war abweisend zur Sonne, weil sie ihn schmerzte. Zweitens, der Teufel fühlte sich schuldig, weil er seine Prinzessin verloren hat. Der feige Wolf wollte durch das nordöstliche Tor flüchten, doch es gelang ihm nicht. Der Untote wurde zum Opfer seiner selbst, weil er nach seinem eigenen Blut dürstete. Der schwache Geist konnte sich nicht festhalten und wurde vom Wind fortgeweht. Unwissend vom Schicksal dieser Familie holte der Tod die Mutter zu sich. Der Nephilim wollte zwischen Engeln und Dämonen vermitteln, um die Flamme des Südens zu schützen. Der schwarze Mann versprach nichts außer Lügen, um die Finsternis in seinem Herzen zu bewahren. Das klingt mir alles nach einem ankommenden Rätsel. Interessant, was dort steht. Vielleicht könnte dieses Buch später durchaus nützlich sein. Alter, verfluchte Scheiße, hier liegt dein blutiger Darm. Oh, etwa von einem Menschen? Nein. Oh Gott. Oh Gott. Warum wundert ihn das überhaupt noch? Warum wundert ihn das noch? Was haben wir hier? Ein riesiges Gewirr aus langen schwarzen Haaren hat sich um die Rotorblätter des Ventilators gewickelt. Dadurch wurde es komplett zum Stillstand gebracht. Hallo? Ich verlasse hier niemanden, glaube ich. Vielleicht. Eventuell. Was für ein übler Gestank hier drin. Was ist das für ein grotesker Ort? Er wirkt ganz anders und unwirklich. Als ob er direkt aus meinem Albtraum entkommt. Was? Als ob er direkt aus meinen Albträumen kommt. Okay. Was ist das hier? Da ist eine Gravur auf der Plakette. Mutterliebe. Die fürsorgliche Mutter. Was ist das? Eine merkwürdige Maschine? Das Ventil bewegt sich nicht. Es scheint womöglich blockiert zu sein. Da ist eine Gravur auf der Plakette. Püppchen, die kleine Prinzessin. Wenn da nicht gerade auch irgendwas mit Prinzessin und so was? Hier eine Lampe. Die Tür ist komplett verrostet. Sie rührt sich kein bisschen mehr. Hier wurde alles zugemüllt. Sei der Henker. Sei der Henker. Unter dem Geschmiere seinen Schalter betätigen wir. Oh mein Gott. Oh Scheiße. Er ist tot. Was zum Teufel ist das hier? Diese Kleidung. Sind das etwas Kanalarbeiter? Warum hängen die hier? Weil du sie gerade aufgehängt hast. Sie haben sich ja vorher noch bewegt. Zumindest der eine. Du musst hier raus. Verdammt. Hier komme ich nicht weiter. Was soll ich jetzt bloß tun?
Okay. Oh. Das weiß ich nicht, ob das so gewollt ist. Was? Ein rostiges Gitter hat sich vor der Tür platziert. Es hat sich dort platziert? Okay. Von ganz allein. Was? Da stand was. Hallo? Das Opfer. Der Feigling. Der Schuldige. Der Abweisende. Und ich komme hier nicht durch. Kann ich mal eben ziehen hier? Alle die Soundkulisse manchmal, ne? Der Schwache. Der Ignorante. Der Schlichter. Und der Lügner. Und es sind 8 Figuren und wir hatten jetzt gerade. Sag schon hier, die gehängten Monster. Apropos, habe ich da auch gefunden. Warte mal. Okay. Hier, warte. Ich hatte ja mich beim letzten Mal gewundert, ja, wie kommt man denn jetzt da auf diese komische Zahlenkombination und so was? Die Lösung ist hier. Henry hatte Zweifel. Michael war unachtsam, Cliff verhielt sich dreist, John fühlte sich einsam. Und ne, diese Gefühle an sich, da steckt halt immer so eine Zahl drin, ne? In Zweifel die 2, in unachtsam die 8, in dreist die 3 und in einsam die 1. Hier muss man das halt nur noch in der verschiedenen Reihenfolge halt machen. Und dann ist man quasi mehr oder weniger auf die Spind-Kombination gekommen. Habe ich halt nur viel zu spät gesehen, weil ich halt jetzt in dem Raum, wo wir den Stuhl verschieben mussten, so viel rumprobiert habe und einfach nochmal vor Langeweile, nicht vor Langeweile, aber halt vor Rumprobiererei einfach ins Inventar geguckt habe, um zu gucken, ob ich da irgendwie was finde. Da habe ich dann die Notizen dann doch gefunden. So, der Vampir, abweisend zur Sonne, weil sie ihn schmerzte. Wir hatten den Abweisenden. Muss ich die jetzt irgendwo hinbewegen, nehme ich an, ja? Sonne könnte das hier sein. Und du bist der Schwache. Wozu würde denn der Schwache passen? Der schwache Geist konnte sich nicht festhalten und wurde vom Wind fortgeweht. Vielleicht hierhin, wo die, sag schon, wo dieses Ventilatoren-Gedöns-Dingens ist. Wie kriege ich den jetzt hier runter? Da müsste ich ja jetzt theoretisch erstmal hier das hier verschieben. Das Seil an der Decke wurde durch die Apparatur blockiert. Die Leiche lässt sich somit nicht mehr bewegen. Ja, klasse. Okay. Das heißt, der ist da anscheinend schon mal richtig. Ja, da kommt auch ein Einrasskreuz. Wer war denn das jetzt eigentlich? Steht das da in Rot drauf geschrieben? Sehe ich das richtig? Ignorante? Okay. Der ist hier jetzt auch fest, ja? Okay. Gut. Dann haben wir hier den Abweisenden. Da komme ich ja nicht weg, verdammt. Ja, das ist ja jetzt gut gemacht. Von mir selbst, weil ich jetzt einfach den Ignoranten dahin gestellt habe, wo er nicht hingehört. Kann ich das Rätsel resetten? Ja, ich kann. Toll. Voll schön. Muss ich hier nur noch irgendwie wieder durchkommen? Der Abweisende. Also ich gehe mal davon aus, er muss irgendwie zum Licht. Dann warst du der Schwache, ne? Jo. Der Ignorante. Der Schlichter. Nein. Ja, es wird nichts bringen. Warte mal. Schick dich mal dahin.
So. Hier einmal zum Wind. Hallo? Wieso funktioniert denn das jetzt nicht? Das hat doch eben auch funktioniert. Oder bin ich blöd? Der ist doch vorhin hier auch eingerastet. Oder muss da erst jemand anderes eingerastet sein, damit das dann auch wirklich funktioniert? Ich hab keine Ahnung. Ich muss gerade überlegen, wie ich das Ding hier verschiebe. Nach da. Nach da. Zur Sonne. Auf jeden Fall im Weg zur Sonne, okay. So, machen wir den Ignoranten. Was? Du hast dich doch vorhin hier eingerastet. Muss ich jetzt nicht verstehen, ne? Feigling, ich habe keine Ahnung, wohin mit dem Feigling. Schuldige, ich habe keine Ahnung. Und liegt es daran, dass jetzt hier der Schwache schon auf dem Dingens liegt? Mir habe ich das Gefühl, es ist gerade ein bisschen verbuggt. Weil vorher hatten wir die auch dort, wo sie mehr oder weniger hin sollen und es ist eingerastet, das Opfer. Und oder wurde zum Opfer seiner selbst. Könnte da bei der roten Farbe sein. Muss aber nicht, aber es könnte. Ja, okay, Opfer ist da schon mal richtig. Du bist der Lügner. Finsternis in seinem Herzen. Boah, hier ist es überall dunkel. Überall. Der Schuldige. Da, der Teufel fühlte sich schuldig, weil er seine Prinzessin verloren hat. Wahrscheinlich hier vor diesem Bild hier. Müssten wir aber erstmal den Weg freikriegen. Der Feigling. Das nordöstliche Tor. Das könnte die Tür auf der rechten Seite sein. Könnte, muss aber nicht. Das ist richtig. Okay. Hier hätten wir noch den Schlichter. Zwischen Engel und Dämonen. Flamme des Südens. Das könnte bei der Kerze sein. Verdammt. So. Ich wollte die Kerze gar nicht ausmachen.
Jetzt komme ich hier nicht mehr durch. Oh. Verschieb dich mal. So, dann einmal ganz kurz Streichholz. Ja, okay. Schlichter hier hin. Den Schwach muss man jetzt auch mal wieder hinbringen. Machen wir so rum. Dass wir den hier gleich einmal durchziehen. Einmal runterschieben, ne? So. Aber der hat man davor auch hier hingestellt. Und der Ignorante war, wenn ich das jetzt mache, baue ich mir hier wieder ihn hier. Das muss ja auch nicht sein. Der hat doch auch vorher funktioniert. Was soll denn das? Ist das hier ein Glücksspiel, ob das jetzt funktioniert oder nicht, oder was? Der Schuldige, der muss ja vor seiner Prinzessin. Und der hier. Vielleicht da in die dunkle Ecke neben der Kerze, wo die Kerze ausgestellt ist. Jo, das ist auch korrekt. Der Ignorante will auch nicht mehr einrasten. Was soll denn das? Mal ganz ehrlich. Also wenn ich mich nicht vertan habe, dann müsste jetzt mehr oder weniger alles richtig stehen. Oder sollte ich den Raum nochmal neu betreten? Einfach nur mal weil. Weil dann, keine Ahnung, das Level neu lädt oder sowas. Oder die Ebene. Ich gehe mal davon aus, das ist mit einem RPG-Maker halt tatsächlich halt erstellt. Da können solche Bugs halt durchaus mal auftreten. Und da könnte ich mir halt auch erklären, wieso, weshalb, warum die Lightmap manchmal halt über den Dokumenten liegt und sowas. Weil du bist halt da natürlich an diverse Restriktionen gebunden, die du halt so nicht abändern kannst. So, jetzt lass mich mal ganz kurz gucken. Feigling. Opfer. Ey, du Opfer. Kann ich dich hier... Ja, kann ich, okay. Einfach nur, damit ich den hier von unten hier ein bisschen entgegenschieben kann. Damit ich ihn zu seiner roten Farbe schieben kann. Ah, okay. Diesmal habe ich es zwar nicht gehört, aber es ist tatsächlich fertig. Dann der Abweisende. Packen wir erstmal wieder hier hin, wo er erstmal nicht stört. Der Schuldige muss vor seiner Prinzessin. Er hier muss zum schwarzen Licht. Der Feigling muss ans Nordwesttor. Der feige Wolf. Wollt ihr mich verarschen? Ja, der gehört hier hin. Der doch, ist doch vorher auch hier eingerastet. Hm.
Aber er hier will auch nicht mehr einrasten. Ich hatte ihn doch vorher auch hier. Der Ignorante, den ich einfach nur spaßhalber hier hingeschoben habe. Vorhin. Hä? Hey? Ich würde sagen, ich gucke mir das jetzt hier offscreen nochmal ein bisschen um, bevor wir jetzt hier stundenlang rumhängen. Und ja, dann schauen wir mal, was dann halt nächste Folge dabei rumgekommen ist. Bis dahin, viel Spaß noch, vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.